Ja Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen hier zur neuen Reaction. Wir reacten halt nämlich auf, gib mir den Kopf, die ziemlich coolen Stuff, die wir machen. Sie testen verrückte Wish-Produkte. Ich bin da ziemlich gespannt drauf, wie das Ganze ist. Kann nur lustig werden. Und wir werden, weil das Video 23 Minuten irgendwas dauert, werden wir das in zwei Parts aufteilen. Das bedeutet, wir werden jetzt circa bis zur Hälfte gucken. Das spricht 12 bis 13 Minuten, irgend sowas, je nachdem, wo sich gerade eine Pause anpasst. Und werden den Rest beim nächsten Reaction einfach reinhauen und ich werde dann vielleicht zwei Reactions machen, je nachdem, wie gut das Ganze wird. Abonniert den Channel gerne, lasst gerne ein Däumchen unter, schaut gerne auf meinen Instagram und auf meinen TikTok-Accounts vorbei. Die sind alle unten in der Bio, die sind einfach nur, gehen gerade durch die Decke, überhaupt TikTok. Also da könnt ihr wirklich gerne vorbeischauen, abonniert dort auch gerne. Wir sind da, glaube ich, schon fast 2000 oder so. Abonniert gerne, lasst ein Däumchen rum da und wir starten rein. Original-Video ist unten drin natürlich. So, Freunde. Wenn ihr wissen wollt, warum ich hier in dieser Wahl... Ja, das würden wir gerne, aber das werden wir auch erfahren wahrscheinlich. ...so gekommen ist, wie sie gekommen ist, dann schaut euch auf jeden Fall das Video bis zum Schluss an. Denn am... Ja, das machen wir lieber nicht. Denn am Ende vom Video... Am Ende seht ihr, ob der noch lebt oder nicht. Das auch. Und ihr habt die Möglichkeit, ganz viele coole Dinge zu gewinnen. Denn... Auf jeden Fall viel Spaß beim Video, bleibt bis zum Ende dran, da könnt ihr richtig viele coole Sachen gewinnen, und zwar die wir auch getestet haben. Ja, wish! Viel Spaß! Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Es ist eigentlich so das Good erste Video nach unserem Jahresrückblick dieses Jahr, ne? Das erste richtige, was auch dieses Jahr erst aufgenommen wird. Wie ihr seht, wir sind wieder mit Wish-Produkten gesegnet worden. Das heißt, ich habe wieder fleißig Sachen gekauft und die werden wir jetzt gleich mal ausprobieren und gucken, ob sie auch funktionieren. Jan hat wie immer die freie Wahl und wir werden mal gucken, ob die Sachen auch das einhalten, was sie versprechen. Da bin ich mal ziemlich gespannt. Aber mal sehen. Viel Spaß bei dem Video, Leute. Oh yeah. Dann nehme ich mal den Regenschirm ohne Halterung. Ah, okay, ich weiß, was es ist. Also so dann etwa. Ein Hut. Also besonders gut halten tut es nicht. Also das ist aber ziemlich cool. Ich glaube, das kenne ich aber schon, weil beim China Grand Prix in der Formel 1 und so hatten die Chinesen wirklich auch teilweise richtig kuriose Hüte. Da gab es auch teilweise so Hüte in Helmform. Es ist eigentlich normal, es ist nichts Kurioses dran. Aber dann gibt es auch so Hüte in Form von, von Fahrern, von Fahrerköpfen und dann auch teilweise nur Sonnenschirm. Also das, glaube ich, ist in China ziemlich populär und auch sehr, sehr beliebt. Das Gummi ist wahrscheinlich auch zu eng, oder? Nee, das nicht, aber das geht die ganze Zeit wieder ab. Ah, das muss man da reinklicken. Ja, das habe ich gerade eben schon gemacht, aber sobald du es aufsetzt, geht es wieder raus. Oh! Funktioniert ja, ziemlich gut. Aber ist ja cool, du brauchst halt keine Hand. Ich kann auch mal Sonnenschutz nehmen draußen. Vielleicht wäre das ja was für den Sommer für dich. Da gehe ich eher nicht. Da gehe ich sowieso nicht raus. Ich würde eigentlich ja testen, ob das auch wasserdicht ist. Ja, also ich stelle mich kurz unter die Dusche. Wir probieren es aus. Okay. Ich schiebe mal gerade die Dusche auf. Das wird hinten. Es ist trocken. Nichts nass geworden. Hat funktioniert. Also kann man sich überlegen, ob das jemandem modisch genug ist, um damit draußen rumzulaufen, aber es erfüllt auf jeden Fall den Zweck. Was gibst du an Punkten? 2, weil es lustig ist. 2 von 10? Ja. Ja, okay, sagen wir mal 4 von 10. 4 von 10. Weiter geht's. Okay. Und ihr dürft fummeln, sagte die Alte. Was ist das? Als nächstes nehme ich das hier. Was ist das denn? Das ist für deine Zunge. Ja, aber noch nicht mit Verpackung. What the fuck? Was soll das mit denn sein? Verpackung. Ich hab keine Zeit. Ich mach's auf, okay? Was soll das denn überhaupt sein? Nein! Der hat's nicht leicht mit ihm. Der hat's absolut also das nicht leicht du mit ihm. Du hast es schon richtig gesagt. Mach es auf. Es ist ein Zungenschaber. Du warst doch bei DM, du warst nicht bei Wish. Doch, das war ist von Wish. Ey, das ist das Messer dran, oder nicht? Mach das bitte. Ja, das ist dazu da, um die überschüssigen Zähne abzuschneiden. Das ist ein bisschen ich hätte es nicht. Vorsichtig machen. Nimm deine blöden Arme weg. Nico, halt rein! Achtung, die Klinge, Achtung! Nico! Was geht, Alter? Falsch rum. Echt? Was ist das denn für ein Teil, ein Zungenschaber? Aber du machst das gut. Nico, ey! Gleich kommt's da. Das war so klar. Soll ich dir einen Trick verraten? 3 Punkte. Was ist das für ein Teil?
So, jetzt habe ich ihn. Ich habe ihn unter Kontrolle gebracht. Sobald man ihn nämlich kitzelt, hat man diese da außer Kraft gesetzt. Ja, und das ist hier eine Gabel, wo man dran drehen kann. Also du gibst 3 Punkte hierfür. Ja. Nicht dein Ernst. Ein Punkt weniger als für den Schirm. Der finde ich den Schirm aber 10-mal cooler. Ich gebe dem hier, wenn man es richtig anwendet, 9 Punkte. Hast du sowas schon mal benutzt? Also außer von KSFM meinst du? Ah, oh, diese Was ist das? Eine Drehgabel. Ja, und für was dreht man die? Ich glaube, die kann man wozu? Essen drin. Das zum Spaghetti. Das Essen reindrehen. Ja, zum Spaghetti auf drin, ne? Ach, das ist für Spaghetti. Ja! Krass, oder? Ach ja, das kleine Post-Backing macht doch Nudeln. Wozu braucht man sowas bitte? Wozu? Ja, aber das ja, ich meine, es ist ziemlich unnötig, also man braucht das ehrlich gesagt nicht. Spaghettis zuzubereiten. Ah, wo sind die Spaghettis, Alter? Die hole ich jetzt, okay. Oder wir machen was, wir machen was anderes, aber das kann man nicht mit reinschneiden. Kann nicht mit rein. Meine Ich hab ihn unter Kontrolle. Als nächstes kommt das hier. Ich denke, das ist zur Reinigung. Ich schätze, das füllt man sich in den Arsch. Spaghetti machen wir dann danach anscheinend. Das ist für die Toilette. Arsch und Toilette ist gut. Was ist das also, denn? Da kann man Toilettenpapier dran machen und ja. sich den Hintern damit abwischen. Ach so, krass. Wir gucken mal, wie es funktioniert. Wozu, Mann? Was hab ich getan? In den Arsch. Nicht du eben. Hast gesagt, nicht an. Mit Toilettenpapier. Hol es. Das ist irgendwie eine ganz komische Konsistenz, ehrlich gesagt. Okay. Ich frag mich wirklich, du musst es ja wahrscheinlich so rumhalten, oder nicht? Und da kommt hier das Toilettenpapier rein. Was ist denn das Ende davon? Da steht ja nicht mal, welche Seite das Ende ist. Ich will nicht alles in den Mund nehmen. Ja. Ich will nicht wissen, wie viele Menschen das schon im Mund hat. Oder woanders. Komm, wir probieren das jetzt auf Toilette aus. Geh. Tester. Die Arschtester. Warum muss ich? Du kannst es auch mal austesten. Du setzt dich jetzt auf das Klo. Wir nehmen mal das letzte bisschen. Das ist der Ort, wo der Tim scheißen geht. Wie spannt man das jetzt da rein? Das weiß ich nicht. So? Da, echt, glaubst du, das geht so? Ich dachte, man wickelt das da rum. Nein. So sehen die hässlich aus. So, glaube ich. Guck mal. Dann kannst du dir von vorne so da durchgreifen und so machen. Wozu? So. Mann, das ist so ekelhaft. Das ist sehr komisch. Das ist ein bisschen warm jetzt geworden. Okay. Also man setzt sich dann hin auf den Dillen und dann ist es so. Du sitzt so und dann kannst du es so machen. Also ich kann mir vorstellen, dass das für ältere Herrschaften und so schon etwas sehr einfachend ist. Sei es da. Jetzt geht er. Ringschirm. Nicht darauf schmieren. Okay, wir können im Wohnzimmer weitermachen. Ich lasse ihn jetzt an. Also das ist echt unnütz. Ja, aber wenn du überlegst, dass ältere Leute sich vielleicht nicht mehr so gut in den Hintern, also nicht so gut da dran kommen mehr. Das ist unnötig, auf jeden Fall, das ist unnötig. Wo er immer viel gesagt hat. Ja, das war Echolalie auf dem besten Level, du. Zurück aber zu unserer Spaghetti-Gabel, wo auch immer die jetzt ist. Und zwar haben wir jetzt Spaghetti. Ja, jetzt fütter ich dich. Und, funktioniert's? Super. Du blöde Scheiße! Wozu braucht man denn diesen Dreck auch wirklich? Also es ist richtig unnötig. Man kann doch seine Haare selbst bewegen. Ja, ach, das wäre cool. Also man kann nicht mal sagen für Ältere. Ja, okay. Die ganze Ladung mit, ne? Ja, also es ist nicht wirklich praktisch, weil man dann die ganzen Nudeln an der Gabel hat. Okay. Na gut, die Nudeln kleben wahrscheinlich ein bisschen zu stark. Die Gabel hat von dir auch eine 4 von 10 bekommen, ne? Ne, weniger. 3. 3? Okay. Nehm ich mal das hier. Ab 4 Jahre erlaubt. Das ist ja voll für uns dann. Spielzeug? Ich bin nämlich schon 4. Ja, auf jeden Fall ist das ein Spiel. Ich glaube, das muss man sich im Mund stecken. Da geht's darum, dass man ein Frosch ist. So sieht's aus. Das hat 3 Monate gedauert, bis das da war. 3 Monate? Ach du heilige Scheiße. Okay. Das ist das schlimmste Geräusch, das ich je im Leben gehört habe. Ja, auf jeden Fall muss man das. Ich beim Alkohol. Gib mir das bitte wieder her. Oh mein Gott. Ja. Die armen Nachbarn, die armen Nachbarn. Ja, auf jeden Fall. Geht's eigentlich darum, dass diese Karten auf dem Tisch stehen, hier, wo so verschiedene Zahlen drauf sind. Und.
Angenehm, oder? Ich kann nicht mehr. Auf jeden Fall geht's eigentlich darum. Genau, du bist ein Frosch und musst quasi. Was bin ich? Ein Frosch, wenn du. Nein, bleib bitte hier. Nein, alles gut. Jan, es ist alles gut. Jan! Du bist gut. Schönes Bio. Danke, Schatzi, du nicht. Oh, du hast Schatzi zu mir gesagt. Arschloch. Er leistet okay. Widerstand. Nein! Das ist aber nicht dein Problem heute. Wir versuchen es einmal richtig zu spielen, okay? Ich meine, hier diese Nummern. Und, Komm, wir probieren das jetzt mal hier. Hier stehen diese Nummern. Okay. Du musst jetzt versuchen, die mit der Tröte umzuhauen. Okay, ich glaube, wir brechen. Ich hab das immer kurz abgemacht. Soll ich abbrechen wie damals im Little Nonna? Manche finden es geil. Denkst du, es gibt Leute, die so einen Fetisch haben? Es nennt sich Emetophilie. Hm. Was? Man muss quasi hier diese Dinger mit der Tröte umkicken. Und wer das schafft, der hat das Spiel gewonnen. So geht das. Auf jeden Fall ein sehr spaßiges Spiel, was wir jedem von euch... Familienspaß! ...jedem von euch nur ans Herz legen können. Für dieses Spiel. 2. Ja, es ist ja deine Punktevergabe. Machen wir weiter. Als nächstes würde ich mir hier das Gebiss nehmen. Das soll tatsächlich dafür da sein, dass Leute, die nicht so gute Zähne haben, gute Zähne bekommen. Und die Zähne blöcken. Man dann, man geht nicht zum Zahnarzt, man bestellt sich das natürlich auf Wish. Weil das auch sehr realitätsgetreu aussieht. So ist das Vorher-Nachher-Bild. Und dann setzt man sich einfach so rein. Genau, und danach soll man es nicht mehr sehen können. Lach mich mal an. Das sieht man halt echt kaum. Hey, jetzt mal im Ernst. Es sieht aber auch nicht ziemlich real aus. Sieht halt eher so aus wie ein, keine Ahnung, ja, so ein komischer Massenmörder. Oh mein Gott, das sieht so psycho aus. Alter. Ich sag ich ja wie so ein Mörder oder so. Es ist so gruselig. Ach du heilige Scheiße. Okay, was gibst du für dieses wunderbare Gebiss? Wir hatten noch seine Bewertung ab und dann würde ich mal sagen, wir machen mal... Aber nicht auf Ernst, ne? Also nee. Würdest du sagen, dass die Vorher-Nachher-Bilder 4/10 zutreffend sind? Mm-mm. Okay, 4 Sachen bleiben übrig. 2 davon... Dein Kiefer hat geknackt. ...sind in etwa, perfekt. Ich, wir machen die Pause. Wir werden bei 11 Minuten 38 das nächste Mal weitermachen. Vielleicht auch 39, weil ja, wir haben ja jetzt schon eine Minute. Abonniert den Channel gerne, es war mega witzig und ich bin sehr gespannt, wie es in Part 2 weitergeht. Sie haben ja noch 4 Sachen, wir haben jetzt auch erst 6 oder so gehabt. Also es ist ziemlich ausgeglichen, würde ich mal sagen. Ich freue mich auf jeden Fall. Morgen kommt Formel 2 und ja, eventuell Cold War. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Nein, Blödsinn. Morgen kommt Cold War und eventuell Formel 2, aber wahrscheinlich... ja, werden wir uns das Ganze mal angucken. Abonniert den Channel gerne, lasst gerne einen Daumen da. Wie gesagt, schaut gerne auf TikTok und Insta vorbei. Es ist mega, mega, mega Support dort. Und mehr eigentlich wie hier auf YouTube. Also abonniert gerne hier unseren Channel, lasst einen Daumen da. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Und bis dahin und ciao.